habe ein Gedicht geschrieben. Der Smartphone von mir, also Loom Tribe Surfers. Das Sprechen ist, wenn man's bedenkt, eine Fertigkeit, die Freude schenkt. Loben, feiern, jubeln, flirten, bestelle Kuchen, bestelle Törten. Törten? Nein, das darf nicht sein, nur Torten schmecken richtig fein. Die Aussprache ist schon gefährlich. Und ist der Fehler klein und spärlich, sind die Folgen oftmals groß. Man ist verzweifelt, was macht man bloß? Neulich habe ich's bestellt, das coolste Smartphone für viel Geld. Doch etwas habe ich nicht bedacht, hab aus einem O ein Ö gemacht. Nun stehe ich hier und find's nicht schön, per Post kam gestern ein Smartphone. Medien suchten, Spiele zocken, stundenlang das Smartphone rocken, kann man hiermit wirklich nicht, weil der Smartphone nicht verspricht, was das Smartphone locker bringt, das Herz des Users hüpft und springt. Doch eine Challenge ist echt krass. Hast du auch ohne Smartphone Spaß? Kannst du dein Leben hinterfragen, es ohne Smartphone gut ertragen? Die Finger auch mal von ihm lassen, den schönen Tag als solchen fassen? Hast du damit ein Problem? Versuch den Smartphone. Bitteschön.